Heute Abend wollen wir hören vom Wort her, und zwar meine Botschaft heute heißt 7 Schritte zur Glaubenskraft. Das tönt ja schon mal gut in sich. Ja, es sollte auch noch ein Bild da drin sein. Ja, genau. Also, tut mir leid, ich habe keine Frau gefunden hier, den ich als Superfrau nehmen konnte, aber ich habe halt einen Supermann genommen, aber wir sind ja nicht genderempfindlich, oder? Von dem her in der heutigen Zeit. Hoffen wir es nicht. Auf jeden Fall. 7 Schritte zur Glaubenskraft. Und zwar möchte ich über 7 wichtige Erkenntnisse, die ein Teil von uns werden sollen, werden müssen, damit wir wirklich in der vollen Glaubenskraft wirken können, das Gott für uns hat. Und beginnen möchte ich damit aus dem Matthäus-Evangelium Kapitel 8, aus einer Geschichte, aus Einleitung dazu. Und dann werde ich euch hier 7 Schritte aufzeigen. Natürlich über jeden einzelnen Schritt könnte ich natürlich einen Abend alleine verbringen, aber ich gebe es mal einfach in einer Nussschale. Wisst ihr, was eine Nussschale ist? Ja, so was Kleines. Ne? Gut, es gibt auch große Nüsse, ja, aber Nussschale. Matthäus Kapitel 8. Ich möchte hier beginnen zu lesen, ab Vers 5, diese Geschichte vom Heilung des Dieners des Hauptmanns. Es heißt, als Jesus aber nach Kapernaum hineinkam, trat ein Hauptmann zu ihm, der ihn bat und sprach: Herr, mein Diener liegt zu Hause gelähmt und wird schrecklich gequält. Und Jesus spricht zu ihm: Ich will kommen und ihn heilen. Der Hauptmann aber antwortet und sprach: Herr, ich bin nicht würdig, dass du unter mein Dach trittst, aber sprich nur ein Wort und mein Diener wird gesund werden. Denn auch ich bin ein Mensch unter Befehlsgewalt, habe Soldaten unter mir und ich sage zu diesem: Geh hin, und er geht, und zu einem anderen: Komm, und er kommt, und zu meinem Knecht: Tu dies, und er tut es. Als aber Jesus es hörte, wunderte er sich. Ist es nicht schön, dass man auch Jesus in Verwunderung setzen kann? Was hat ihn so verwundert? Wir werden es hören, der Glaube, den dieser Mann auch hatte hier, dieser Hauptmann. Und Jesus wunderte sich, ja, also wurde erstaunt und sprach zu denen, die nachfolgten: Wahrlich, ich sage euch, bei keinem in Israel habe ich so großen Glauben gefunden. Ich sage euch aber, dass viele von Osten und Westen kommen und mit Abraham und Isaac und Jakob zu Tisch liegen werden in dem Reich der Himmel, aber die Söhne des Reiches werden hinausgeworfen werden in die äußere Finsternis. Da wird das Weinen und das Zähneknirschen sein. Und Jesus sprach zu dem Hauptmann: Geh hin, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Und der Diener wurde gesund in jener Stunde. Also hier haben wir eine von zwei Situationen. Es gibt noch eine zweite im Neuen Testament. Aber dieses hier, wo Jesus sagt: Du hast großen Glauben. Also wir reden von Glaubenskraft. Was war es, was dieser Glaube so groß gemacht hat bei diesem Hauptmann hier? Nun, er sagt es nämlich. Er sagt, weil er Hauptmann ist in der römischen Armee, er sagt zu einem: Geh hin, und er geht. Er sagt zu einem: Tu dies, und er tut. Er sagt zu einem, was ist das dritte? Mach was, geh hin, komm. Ja, sag komm, und er kommt. Also er hat verstanden, dass Jesus Autorität hat, dass Jesus Vollmacht hat, dass wenn Jesus etwas sagt, ja, dann geschieht's. Und genau das ist es nämlich das, was dieser Hauptmann eigentlich zum großen Glauben verholfen hat, wo Jesus dann zu ihm sagt: Ja, geh hin, dein Knecht ist gesund, ja, wie du geglaubt hast. Nun, genauso möchte ich auf den Punkt eingehen, dass es hier nicht nur darum geht zu wissen, dass Jesus Vollmacht hat, sondern dass wir genauso auch verstehen, dass wir nun auch Vollmacht bekommen haben, im Namen Jesus zu wirken. Denn wenn die Schrift sagt, in meinem Namen sollt ihr gehen, das heißt, dass wir, so wie Jesus hier ja, befohlen hat, und es ist geschehen, dass wir auch verstehen können, dass im Auftrag von Jesus, wenn wir gehen, dass auch bei uns, ja, die Situationen sich verändern. Was hat dazu geführt, dass Jesus natürlich eine solche Glaubenskraft hatte in sich selber? Weil Jesus musste ja auch glauben, dass wenn er sagt, dass etwas geschieht. Genauso wie dieser Hauptmann sagte: Wenn ich jemanden sage unter mir, geh hin, komm oder tu das, es geschieht, fertig, Schluss.
Und genauso hat er verstanden, dass wenn Jesus so etwas sagt, egal zu was für eine Situation, hier zu Krankheit, oder es könnte zu Dämonen sein, es könnte zu Umständen sein, egal was es war, er verstand, dass wenn Jesus etwas sagt, dann geschieht es auch. Und wenn wir das jetzt auf uns ummünzen, müssen wir verstehen, wie es im 1. Johannes Kapitel 4 auch steht. Hier wird uns nämlich gesagt, im 1. Johannes Kapitel 4, ab Vers 17, es heißt, hierin ist die Liebe bei uns vollendet worden, dass wir Freimütigkeit haben am Tag des Gerichts, denn wie er ist, Bezug ist auf Jesus, wie er ist, sind auch wir in dieser Welt. Nicht werden wir eines Tages im Himmel sein, das würde man meinen, ja, so wie Jesus ist, so werden wir eines Tages auch sein, wenn wir im Himmel bei ihm sind. Nein, er sagt, so wie er ist, so sind auch wir in dieser Welt. Als Jesus sprach zu seinen Jüngern und sagt, wie es gegeben, alle Gewalt im Himmel und auf Erden, geht hin. Und somit ist es wichtig, dass man versteht, was ist es, was man erkennen muss bei einem selber, damit diese Glaubenskraft, worin Jesus wirkte, oder diese Glaubenskraft, was dieser römische Hauptmann verstanden hat in seinem Bereich, ja, was bewirkt das? Und da möchte ich auf sieben Punkte eingehen. Und zwar das allererste im Hebräerbrief 4 und Vers 12. Hebräerbrief 4, Vers 12. Und zwar, das ist, dass man ein klares Verständnis und eine Überzeugung hat, dass das Wort Gottes verlässlich ist. Dass man sich verlassen kann auf das Wort Gottes. Wenn das nicht die erste Grundlage ist von allem, dann wirst du niemals Kraft haben, Gott zu vertrauen und in einem Glauben zu wandeln, dass eben Krankheit und Gebrechen, all diese Dinge vor dir fliehen müssen. Hebräer 4 und Vers 12, es heißt, denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und durchdringend bis zur Scheidung von Seele und Geist, sowohl der Gelenke als auch des Markus und ein Richter der Gedanken, Gesinnungen des Herzens und kein Geschöpf ist vor ihm unsichtbar, sondern alles bloß und aufgedeckt von den Augen dessen, mit dem wir es zu tun haben. Nochmal zurück zu Vers 12, hier den Anfang. Es heißt, denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Das Wort Gottes ist, was heißt es? Lebendig. Was meint ihr mit Wort Gottes? Das Wort Gottes, was hier gemeint ist, ist das griechische Wort Logos. Ja? Also Logos, das heißt das Geschriebene, das Wort Gottes hier. Wovon spricht er? Er spricht von diesem Wort, das wir in unserer Bibel haben. Dass dieses Wort hier ist etwas Lebendiges und ist wirksam. Das ist das griechische Wort Energeia, in anderen Worten Energie, bewirkt etwas, verändert etwas. Also das allererste, was man als Grundlage setzen muss, und das ist, was der römische Hauptmann verstanden hat, als er sagte, Jesus spricht nur ein Wort und mein Knecht wird gesund. Er wusste, das Wort Gottes, Jesus ist ja der Sohn Gottes, als Jesus ein Wort sprach, ja, wusste er, so ist es. Sprich nur das Wort, du musst nicht einmal kommen, Hände auflegen oder sonst irgendwas tun, du brauchst nur das Wort zu sprechen. Wenn wir verstehen, dass dieses Wort hier Gottes Wort ist, und wenn du eine Verheißung darin findest, dass darauf Verlass auch ist. Verlass ist darauf, zu wissen, dass das Wort auch das zustande bringen wird, wenn man dieses Wort auch glaubt. Kenneth Hagin erzählt von einer Frau, die zu ihm kam und sie brachte ihre Tochter, sie war schon erwachsen, die sind einen weiten Weg gereist, über 300 Kilometer, um zu der Versammlung zu kommen. Und am Schluss der Versammlung kamen sie dann zum Kenneth Hagin und fragten ihn, die Mutter fragte dann, ob er nicht beten würde für die Tochter. Und Kenneth Hagin merkte schon, irgendwas ist da nicht ganz gut, weil die Mutter, die redet die ganze Zeit. Und er merkte, dass die Tochter nur so ein bisschen so halbherzig dabei war. Und so sagte er, ja, ich werde nicht für sie beten sofort, ich will mit ihr reden. Und die Mutter hat immer gesagt, sie müssen schnell beten, weil wir müssen losfahren, damit ich meine Tochter wieder nach Hause bringen kann, ja, die vielen Stunden, die 300 Kilometer, um wieder zurückzukommen für den Abendgottesdienst. Und er fragte eben diese Tochter, ja, glauben Sie überhaupt an Heilung? Und sie sagte, nein, ich bin nur gekommen, weil meine Mutter wollte, dass ich dabei bin. Und sie ist bereit, die $6,000 zu zahlen, was die Operation kostet, die ich eigentlich haben muss für meine Situation. Und deswegen bin ich gekommen, um einfach einen Gefallen zu tun. Ja, das hilft nicht viel. Ja? Man meint es gut. Ja?
Und so hat Kenneth Hagin ihr gesagt, ja, hören Sie mal, wenn ich Ihnen aufzeige, wie in der Bibel drin steht, dass es Gottes Wille ist, Sie zu heilen, würden Sie es glauben, wenn es in der Bibel steht? Und sie sagte, ja, dann würde ich schon glauben. Und hat ihr gesagt, sie soll aufschlagen zu Matthäus Kapitel 8, dort, wo es heißt, oder Matthäus 8, lesen wir das mal kurz, damit ich es richtig zitiere. Matthäus Kapitel 8, er ließ sie dieses lesen hier, wo es heißt hier in Vers 16, als es aber Abend geworden war, brachten sie viele Besessene zu ihm und er trieb die Geister aus mit seinem Wort, er heilte alle Leiden, damit erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaja geredet ist, der spricht, er selbst nahm unsere Schwachheiten und trug unsere Krankheiten. Und er fragte die Dame, ja, glauben Sie, wenn Jesus ihre Krankheiten und Schwachheiten getragen hat und ihre Schmerzen getragen hat, wenn er es getragen hat, dass sie es nicht mehr haben müssen? Sagt ihr, das würde ich glauben. Und er sagte ihr, sie solle auch Jesaja 53 lesen, weil genau das ist die Stelle, da, wo es zitiert ist davon. Und als sie das las und er gab ihr ein bisschen Zeit, dass es ein bisschen einsickert, als sie das anschaute und las hier, er selbst nahm unsere Schwachheiten und trug unsere Krankheiten, ist in ihr einfach ein Licht aufgegangen. Gesagt, ja, steht's ja hier. Jesus nahm es. Wenn er es genommen hat, dann brauche ich es ja nicht haben. Doch ich glaube, wenn Sie jetzt für mich beten, dass ich Heilung empfangen werde. Und so hat er für sie gebetet, sie ist geheilt worden, muss sie die Operation auch nicht haben. Aber sie wurde dann überzeugt, dass dieses Wort hier, dieses Wort auch gilt. Dieses Wort ist Gottes Wort an uns. Und genauso heißt es eben auch im 2. Petrus Kapitel 1. 2. Petrus. Oder? Nein, 2. Petrus, ich habe schon recht. 2. Petrus Kapitel 1. Es heißt hier, und so besitzt, Vers 19, so besitzen wir das prophetische Wort umso fester. Mit dem prophetischen Wort ist gemeint, das Wort Gottes, ja? Und ihr tut gut, darauf zu achten, als auf eine Lampe, die an einem dunklen Ort leuchtet, bis der Tag anbricht. Was meint ihr hier? Es ist so wichtig, dass man Zeit nimmt, Gottes Wort anzuschauen. Ich meine, du warst auch schon mal früh auf und hast gesehen, wie die Sonne anfing aufzugehen, wie es immer hell und heller wird. Zuallererst sieht man überhaupt gar nichts von der Sonne. Es wird einfach langsam hell. Und plötzlich kommt dann die Sonne hervor. Und genauso ist das Wort Gottes, wenn man Zeit nimmt im Wort. Wie auch bei dieser Tochter, die Geschichte, die ich gerade so eben gesagt habe, ist in ihr einfach aufgegangen und sie hat selber gesehen. Lillian Yeomans, die eine Ärztin war, die hatte ein Glaubenshaus aufgebaut und sie nahm all die Fälle auf, die eigentlich als unheilbar galten. Und es kam eine Frau dann auch zu ihr, die war mit Tuberkulose erkrankt und sie würde eigentlich in Kürze sterben. Und sie nahm sie auf und hat ihr dann das Wort Gottes gegeben und hat gesagt, lesen Sie 5. Mose Kapitel 28, ja, und Galater 3, 13, was heißt, und Christus Jesus nahm unsere, er ist für uns zum Fluch geworden, ja, als er ans Kreuz ging. Und sagte ihr, sie sollte auch lesen, was der Fluch im 5. Mose 28 war. Und sie hat es gelesen und sie hat es eigentlich nicht verstanden. Er hat gesagt, ja, lesen Sie es einfach so oft, ja, so oft Sie können. Ja. Und so hat sie das getan. Am nächsten Tag hat Dr. Yeomans dann gefragt, und, wie ist? Sie sagt, ja, ich habe es wahrscheinlich 10.000 Mal gelesen und gesagt, aber ich verstehe es immer noch nicht, was das soll. Er sagt, ja, lesen Sie es nur weiter. Und so sprach sie mit ihr, weiterhin mit ihr, und sie sollte dieses Wort, Galater 3, 13, oder Christus Jesus ist für uns zum Fluch geworden, als er am Holze hing. Und danach am dritten Tag, plötzlich hörte Dr. Yeomans, das war ein Haus, von oben Stock hat, plötzlich hört sie ein Schreien. Ich sehe es, ich bin geheilt. Und kam die Treppen heruntergerannt und war total gesund von ihrer Tuberkulose. Ist es nicht das, was hier heißt, dass man im Wort bleiben muss, dass es nicht nur hier im Kopf ist, sondern wie im Herzen? Das heißt, das prophetische Wort umso fester und ihr tut gut darauf zu achten, als auf eine Lampe, die an einem dunklen Ort leuchtet, bis der Tag anbricht und der Morgenstern in euren Herzen aufgeht, indem ihr dies zuerst wisst, dass keine Weissagung der Schrift aus eigener Deutung geschieht. Denn niemals wurde eine Weissagung durch den Willen eines Menschen hervorgebracht, sondern von Gott her redeten Menschen getrieben vom Heiligen Geist.
Also die erste Grundlage, da möchte ich noch eine Stelle noch hinzugeben, weil das ist so wichtig. 1. Thessaloniker 2,13. Die erste Grundlage ist, dass man versteht, dass man überzeugt ist, dass das Wort Gottes, diese Bibel, die wir vor uns haben, dass das integer ist, dass es verlässlich ist, dass du dich darauf verlassen kannst, wenn es hier drin steht, dann ist es so. 1. Thessaloniker 3, Paulus schreibt hier, und da, Vers 13, und darum danken auch wir Gott unablässig, dass als ihr von uns das Wort der Kunde von Gott empfingt, ihr es nicht als Menschenwort aufnahmt, sondern wie es wahrhaftig ist, als Gottes Wort, das in euch den Glaubenden auch wirkt. Es ist wiederum das Wort wirken. Das haben wir gelesen, Hebräer 4, das heißt das Wort Gottes, oder? Ist lebendig und wirksam. Wenn du erlaubst, dass das Wort wie als ein Same einfach aufgeht, in unserem Leben wirkt. Also, das allererste ist zu verstehen, dass das Wort verlässlich ist. Wenn das nicht die Grundlage ist, dann kannst du es immer, kannst du von Anfang an vergessen. Das zweite ist, gehen wir zu Kolosser 1, Vers 12. Das zweite, was man unbedingt wissen muss, ist, dass man weiß, dass man erlöst ist in Christus. Kolosser 1 und Vers 12. Lese hier. Mit ihm begraben in der Taufe, in ihm auch mit auferweckt durch den Glauben an die wirksame Kraft Gottes, der ihn aus den Toten auferweckt hat. Redest von Jesus hier. Und euch, die ihr tot wart in den Vergehungen und in dem Unbeschnittensein eures Fleisches, hat er mitlebendig gemacht, mit ihm, indem er uns alle Vergehungen, sag mal alle Vergehungen. Alle heißt alle, oder? Oder hat er etwas vergessen? Ist irgendetwas unter dem Teppich einfach vergessen worden? Alle Vergehungen vergeben hat. Er hat den Schuldschein gegen uns gelöscht, den in Satzung bestehenden, der gegen uns war, und ihn auch aus unserer Mitte fortgeschafft, indem er ihn ans Kreuz nagelte. Und er hat die Gewalten und die Mächte völlig entwaffnet und sie öffentlich zur Schau gestellt. In ihm hat er den Triumph über sie gehalten. Was heißt es hier? Er hat, Vers 14, er hat den Schuldschein gegen uns gelöscht. Gelöscht. Also wir waren schuldig. Wir hatten einen Schuldschein, den wir niemals abbezahlen konnten. Und somit heißt es, dass Christus uns erlöst hat. In anderen Worten, er hat den Schuldschein von uns übernommen und den bezahlt. Hat ihn ans Kreuz geheftet, wie es hier auch steht. Epheser 1 und Vers 7 gibt uns das gleiche Bild. Das ist, was Erlösung heißt. Erlösung bedeutet, dass man uns gelöst hat, freigesetzt hat, frei gekauft hat, kann man auch sagen. Den Pfand, ja, eingelöst. Epheser 1 und Vers, lesen wir hier ab Vers 7. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Vergehungen nach dem Reichtum seiner Gnade. Wir haben die Erlösung, ja, er hat uns gelöst, wir waren gebunden, wir waren unterdrückt, wir hatten einen Schuldschein, den wir niemals abbezahlen können, in unserem ganzen Leben nicht. Mit der Ewigkeit hätten wir es nicht abbezahlt. Und Jesus kam und hat den Schuldschein bezahlt für uns. Hat uns vergeben, alle Vergehungen, ja, durch sein Blut, die Vergebung der Vergehungen nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns, Vers 8, die er uns reichlich gegeben hat in aller Weisheit und Einsicht. Das Zweite, was enorm wichtig ist zu wissen, weil sonst wird der Teufel ständig den Sieg über dich und dein Leben haben. Weil er wird kommen und wird sagen, ja, weißt du, ja, du bist halt nicht so gut. Du hast es nicht verdient. Der hat dich schon ein bisschen erlöst, aber nicht ganz. Es heißt, alle Vergehungen, den ganzen Schuldschein, du bist dem Teufel gegenüber nichts mehr schuldig. Jesus hat es bezahlt. Jesus nahm die Strafe oder die Schuld oder die Last auf sich, als er ans Kreuz gegangen ist. 1. Korinther Kapitel 6, hier noch ein weiterer Gedanke in diesem Sinne. 1. Korinther Kapitel 6 und Vers 19. Paulus schreibt, oder wisst ihr nicht, dass euer Leib,
also euer Körper gemeint, ein Tempel des Heiligen Geistes in euch ist, den ihr von Gott habt und das ihr nicht euch selbst gehört. Denn ihr seid um einen Preis erkauft worden, verherrlicht nun Gott mit eurem Leib. Das sagt mal Folgendes, dass Jesus eben nicht nur für unsere Seele bezahlt hat oder für unseren Geist, ja, sondern es heißt, er hat auch unseren Leib erkauft. Also für all diejenigen, die manchmal Mühe haben zu glauben, dass der Herr möchte, dass es uns wohl geht, dass wir körperlich gesund sein sollen, dass wir Heilung empfangen können. Hier sehen wir, Jesus hat unseren Leib auch erkauft. Unser Körper ist damit gemeint. Ja, wozu sollte ihn dann kaufen oder erlösen oder freisetzen vom Feind oder vom Fluch, wenn er nicht damit irgendetwas vorhat zu tun? Also nicht nur unsere Seele, nicht nur unser Geist, oder, sondern auch unser Körper. Wenn man das wirklich begriffen und verstanden hat, dass Krankheit kein Anrecht hat. Krankheit ist ein Teil des Fluches, des Gesetzes. Das heißt, das übertritt eigentlich die Wirksamkeit des Wortes Gottes. Jede Krankheit, jedes Gebrechen. Denn wenn Jesus, du meinen Körper gekauft hast, und mein Körper dir gehört, will der Herr einen kaputten Körper haben von uns? Sicherlich nicht. Ich sag dir, wenn du darüber, nur über diese zwei Verse nachsinnst und erlaubst, dass der Stern aufgehen kann, die Sonne aufgehen kann in deinem Herzen darüber, dann wirst du den Teufel schon in die Flucht schlagen. Ja. Erlöst. Also das Verständnis davon haben, dass wir erlöst sind, ein für allemal freigekauft worden sind. Nicht, weil wir es verdient haben, sondern weil er es einmal für uns getan hat. Er hat den Pfand bezahlt. Dritter Punkt, was wichtig ist zu verstehen. Und die bauen alle so ein bisschen aufeinander auf, dieser dritte Schritt. Gehen wir zum 2. Korintherbrief 5 und Vers 17. 2. Korinther 5 und Vers 17, bekannter Vers, aber auch ein enorm wichtiger Gedanke. Und wir nehmen manchmal diese Gedanken für selbstverständlich heutzutage, weil wir sie vielleicht eben gehört haben, schon gelehrt bekommen haben. Aber weißt du, wie viele Menschen es gibt, wie viele gläubige Christen es gibt, die haben das noch gar nicht verstanden? Welche Aufgabe, welche Verantwortung haben wir, das denen mitzuteilen? Also das Dritte ist, Verständnis dafür zu haben, dass man eine neue Schöpfung geworden ist. Nicht nur also einfach erlöst, du bist freigekauft worden, aber du bist immer noch der Alte, sondern du bist eine völlig neue Schöpfung geworden. Das ist, was im 2. Korinther 5, Vers 17 steht. Daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er, nicht wird er, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Man ist also eine neue Schöpfung. Was ist neu gemacht worden? Dein Geist ist neu gemacht worden. Denn das ist genau das, was Jesus eben auch sagte, als er im Gespräch war mit Nikodemus in Johannes im Kapitel 3. Ein Gelehrter des Volkes Israel, welches zu ihm des Nachts kam und ihn fragen wollte wegen seiner Lehre. Und Jesus macht diese Aussagen zu ihm. In Vers 2 lesen wir, diese kam zu Jesus bei Nacht und sprach zu ihm, Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist von Gott gekommen, denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, es sei denn Gott mit ihm. Und Jesus antwortet und sprach zu ihm, wahrlich, wahrlich, muss immer aufpassen, wenn in der Schrift, es heißt wahrlich, wahrlich, das heißt, Jesus sagt jetzt irgendetwas, was wirklich eine Bombe ist. Ja. Wahrlich, wahrlich, also passt jetzt gut auf, denn es ist wirklich die Wahrheit. Wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, das Wort Neuem kann auch heißen, von oben geboren wird, von Gott geboren wird. Das Wort geboren wird benutzt, wie wir auch verstehen, ein Geburt in diese Welt. Man kommt in diese Welt, weil man hineingeboren wird. Wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Und Nikodemus spricht zu ihm, wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er etwa zum zweiten Mal in den Leib seiner Mutter hineingehen und geboren werden? Also, was der wohl gedacht hat. Ja.
Jesus antwortete, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird. Und jeder weiß, oder, wenn du in diese Welt hineingeboren wirst mit dem Fleisch, du kommst aus dem Wasser raus. Ja? Wenn das Wasser bricht, Zeitpunkt, geh ins Spital, okay? Weil sonst geht es nämlich nicht lange. Ja? Aber er sagt hier, wenn man nicht aus Wasser und Geist, also nicht nur aus Wasser, nicht nur eine natürliche Geburt, sondern auch eine geistliche Geburt gibt es. Hier sagt er, welche Geburt. Was für eine neue Schöpfung man geworden ist. Dein Geist wird neu gemacht. In anderen Worten, du bist, obwohl du immer noch die gleiche Seele hast, weil die Bibel spricht davon im Thessalonikerbrief, dass wir Geist, Seele und Leib sind. Wir haben einen Körper, das ist, worin wir leben. Wir besitzen eine Seele, das ist unser Wille, unsere Emotionen, unsere Persönlichkeit. Und wir haben einen Geist. Einen Geist in uns. Das ist, wer wir wirklich sind. Denn die Bibel sagt ja auch von Gott selber, Gott ist Geist. Er ist ein geistliches Wesen. Ja, er ist nicht einmal nur Rauch, oder? Sondern er ist ein geistliches Wesen, welches auch Form hat. Und auch wir sind Geistwesen. Wir sind eine neue Schöpfung. Also das ist völlig neu geschaffen worden. Ich weiß nicht, wie es du erlebt hast. Also bei mir war es natürlich so, das war in meinem Leben an einem bestimmten Tag, an einem bestimmten Moment, habe ich das jetzt erlebt, diese Geburt. Meine Frau, die ist in einem gläubigen Elternhaus groß geworden, von klein auf, hat an Jesus immer geglaubt und deswegen kann sie vielleicht nicht genau sagen, genau um welchem Tag das geschehen ist. Aber bei mir, ich war ein total weltlicher Teenager und mit 18 Jahren, als ich dann an der Glaubenskonferenz in Tulsa, Oklahoma von Kenneth Hagin teilgenommen habe, im 1978, ja, am 24. Juli war das, in wenigen Tagen hier, da habe ich mein Herz Jesus Christus hingegeben, haben gebeten, der in mein Leben hineinzukommen. Und genau das geschah. Ich bin in Christus gewesen. Es war in einem Moment für mich so, als ob eine ganze Last von mir weggenommen worden ist. Und von dem Tag an, in dem Moment, plötzlich war etwas anders in meinem Herzen. Nun, ich habe immer noch 2x2 rechnen können. Also da hat sich nichts geändert jetzt in meiner Seele, aber mein Geist war anders. Ich weiß, als 18-Jähriger, ich habe damals Kaugummi gekaut und ich kann mich noch ganz genau erinnern daran, etwas sehr Kleines, aber ich merkte das sofort. Ich habe manchmal einmal den Kaugummi rausgespuckt, ich habe nicht viel darüber nachgedacht, oder dass jemand natürlich, nichts ist schlimmer als das, wenn du über den Kaugummi läufst, ne? Und an den Schuhen klebst. Aber ich war ein 18-Jähriger, war mir, ja, eben, das waren halt so ein paar Dinge, die man nicht tun sollte, aber ich ja, habe es ab und zu gemacht. Und siehe da habe ich einfach aus Gewohnheit, meine Seele war immer noch dieselbe, nach diesem Tag, es war nächsten Tag oder zwei Tage nachher, weiß nicht mehr genau, habe ich einmal einen Kaugummi rausgespuckt und plötzlich merkte ich, niemand hat mir irgendwas gesagt, aber mein Geist hat mir einmal gesagt, das solltest du nicht tun. Bis anhin habe ich das einfach gemacht, je nachdem, nicht dabei überlegt, kein Gewissen gehabt, aber von einem Tag auf den anderen war etwas anderes da. Das war nur etwas sehr Kleines, Gott sei Dank, auch bei dem Kleinen, auch bei den großen Dingen. Ja? Wo der Heilige Geist plötzlich da war. Und je mehr ich mich mit dem Wort Gottes beschäftigt habe, wie er mir dann geholfen hat, dass meine Seele sich mehr und mehr meinem neuen Geist angepasst hat. Aber eine neue Schöpfung. Zu wissen, dass du eine neue Schöpfung bist. Was war es, was Jesus diese Glaubenskraft gab, dass er wusste, er konnte einfach etwas sagen und es würde einfach geschehen? Er wusste, wer er war. Er wusste, dass er der Sohn Gottes war. Nun, wir sind nicht jetzt der Sohn Gottes in dem Sinne, wie Jesus es war, aber wir sind in Christus Jesus und wir sind Kinder Gottes geworden in ihm. Deswegen ist es so wichtig zu wissen, dass du nicht nur erlöst bist, nicht nur vergeben bist von deinen Sünden, freigekauft bist, dass der Teufel überhaupt nichts mehr an dir hat. Er kann dich nicht mehr greifen, weil der Herr dich total erlöst hat. Du bist nicht mehr dort, außer du gibst dich ihm hin und du erlaubst es ihm. Aber er kann dich nicht einfach greifen. Ja? Das ist so wie ein Fisch, den du fangen möchtest. Ja? Festhalten, schon mal gefischt, oder? Da springt er einfach aus den Händen raus. Ja? Der Teufel kann dich nicht mehr greifen. Das heißt, erlöst zu sein, aber noch viel mehr als das, du bist eine neue Schöpfung geworden.
Das heißt, du darfst dich anders sehen, als wie du dich vorher gesehen hast. Nicht nur als ein vergebener Sünder. Da sind die meisten religiösen Christen sind an dem Punkt. Sie wissen, dass Gott ihnen vergeben will, aber sie sehen sich immer noch als schuldig und als vergebene Sünder, immer noch als Sünder. Aber wir sind keine vergebene Sünder, sondern wir sind neu geschaffene Kreaturen in Christus Jesus. Heißt nicht, dass wir vollkommen sind in uns selbst, weil Jesus hat für unsere Vergehungen bezahlt, und zwar für alle. Halleluja. Also eine neue Schöpfung. Paulus spricht von dieser neuen Schöpfung, Galater 6, Vers 15 noch einmal. Es gibt noch eine Stelle, wo er dieses Wort gebraucht, von der neuen Schöpfung oder von der neuen Kreatur. Er sagt hier, ab Vers 14, mir aber sei es fern, mich zu rühmen als nur des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus, durch das mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. Denn weder Beschneidung noch Unbeschnittensein gilt etwas, sondern eine neue Schöpfung. Mit Beschneidung, Nichtbeschneidung, was meint er damit? Er sagt weder, ob man jetzt ein Jude ist oder ein Nichtjude. Ob du etwas äußerlich tust oder nicht tust, das spielt nicht eine Rolle, sondern was eine Rolle spielt, ist, dass man eine neue Schöpfung geworden ist. Wie wird man eine neue Schöpfung? Wer in Christus Jesus ist. Wie kommt man in Christus Jesus? Indem man sagt, Jesus, komm in mein Leben, sei du mein Herr. Die Realität der neuen Schöpfung. Amen. Das ist Punkt Nummer 3. Punkt Nummer 4. Die Realität unserer Gemeinschaft mit dem Vater. Dass man weiß, dass Gott hat uns nicht nur durch Christus erlöst, hat uns nicht nur zu einer neuen Schöpfung gemacht, aber will auch mit uns Beziehung haben, Gemeinschaft haben. Er will mit uns unterwegs sein in unserem Alltag. Und dazu möchte ich lesen im 1. Johannes Kapitel 1. Also er hat uns nicht nur gerettet, eine neue Schöpfung gemacht und uns irgendwo weggeschickt, sondern er will mit uns etwas zu tun haben. Er will mit uns das Leben teilen. Stell dir mal vor, oder? Wie man sich fühlen sollte, wenn man weiß, dass Gott der Allmächtige, der Allwissende, dass er eigentlich mit dir geht in deinen Alltag. Er ist ständig an deiner Seite durch den Heiligen Geist, wie wir es gelesen haben, der in uns wohnt. 1. Johannes Kapitel 1, und Vers 3, es heißt hier, was wir gesehen und gehört haben, verkündigen wir auch euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Und zwar ist unsere Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Und die schreiben wir, damit unsere Freude vollkommen sei. Und dann springen wir zu Vers 7. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander. Und das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns von jeder Sünde. Jeder Sünde. Wenn wir im Licht wandeln, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander. Also er will mit uns nicht nur in einer Beziehung stehen, das heißt, wir sind Kinder Gottes, sondern er will auch Gemeinschaft mit uns haben. Das heißt, er liebt unsere Gemeinschaft oder unsere Gegenwart. Er will mit uns reden, er will von uns hören, er will mit uns Austausch haben, er will mit uns in unserem Alltag unterwegs sein. Und wenn man diese Realität begriffen hat, das gibt dir eine solche Freimütigkeit in deinem Umgang in der Welt, dass du eine Glaubenskraft hast, welches nicht widersprochen werden kann. Halleluja. Amen. Warum hat Gott den Menschen überhaupt gemacht? Garten Eden. Damit er mit ihm Gemeinschaft haben könnte. Gemeinschaft. In anderen Worten, ihn selber erleben. Nun, ich weiß nicht, wie es du hast. Ich meine, ich erlebe ihn unterschiedlich zu unterschiedlichen Zeiten. Manchmal spüre ich ihn oder erfahre ich ihn näher als andere Male. Nicht, dass er weit weg ist oder in den Ferien gegangen ist. Aber manchmal bin ich empfänglicher oder weniger empfänglich, je nachdem. Deswegen ist Lobpreiszeit, das ist immer die schönste Zeit, wo man einfach Gottes Gegenwart einfach auf sich wirken lässt, sich fühlt, wie er da ist. Aber so interessiert an unserem Alltag. Ich kann mich einfach so gut erinnern, als ich auf
Eine Reise war in Thailand, habe meinen Vater dort besucht, er war Hotelmanager. Er hatte zu tun in Bangkok und deswegen bin ich in einer seiner anderen Hotels gegangen, in Pattaya, am Strand dort. Das war schön, habe einfach Zeit verbracht dort, hatte ein Hotelzimmer, alles umsonst, weil er ja Hotelmanager war. Habe dort Zeit verbracht, einfach in der Gemeinschaft Gottes. Und eines Morgens, als ich einfach wiederum einfach meine Zeit nahm, weil ich blieb die ganze Zeit dort eigentlich im Hotelzimmer, habe ich einfach gespürt, wie der Herr zu mir sagte, ja, geh einfach an den Strand heute. Nun, Pattaya, meine diejenigen, die ein bisschen Thailand kennen, Pattaya Beach ist so bekannt für andere Dinge. Ja, was auch immer. Auf jeden Fall, deswegen hatte ich eigentlich nicht vor, groß jetzt da am Strand zu sein, wollte einfach Zeit verbringen, weil mein Vater gerade einige Tage keine Zeit hatte. Aber ich spürte einmal mit der Heilige Geist, der Herr bei mir sagte, geh heute an den Strand. Und so habe ich mich aufgemacht, ging an den Strand, setzte mich dort, es war so eine Promenade, ich setzte mich da und schaute aufs Meer hinaus und hinter mir liefen die Leute hin und her. Und irgendwo, ich kann dir nicht sagen warum, zu einem gewissen Zeitpunkt habe ich einfach herumgeguckt, weil eigentlich habe ich die ganze Zeit ans Meer gestarrt, das eine schöne Landschaft angeschaut, oder? Drehe mich um und siehe da, ich sehe plötzlich einen Bibellehrer von mir von Tulsa, Oklahoma, mit zwei anderen Leuten die Promenade laufen. Ein Bibellehrer von mir, mitten in Thailand, in Pattaya, und ich sehe sie da und merke sofort, ich gehe auf sie zu, stelle mich ihnen vor, und habe mich natürlich erkannt als Bibelschüler und sie haben mich dann eingeladen, den ganzen Tag einfach mit ihnen zu feiern und wir sind Bowling gegangen, sind Essen gegangen und so weiter. Und es war einfach so ein Wink Gottes für mich, dass ich genau, meine, was ist die Möglichkeit, dass du genau zum richtigen Zeitpunkt dann dort bist, genau zum richtigen Zeitpunkt dich umdrehst und sie gerade siehst, das hätte in einem Moment an einem vorbeigehen können. Aber ich wusste genau, das war der Herr, der einfach seine Gemeinschaft, den er auch mit mir hatte, einfach auch in mein Leben hineinwirken wollte und mich segnen. Also die Realität unserer Gemeinschaft mit dem Vater, ob du ihn jetzt spürst gerade oder auch nicht, er ist immer da. Haben wir nicht gerade vorhin gelesen, dass wir der Tempel des Heiligen Geistes sind? Amen. Fünftens, die Realität, unsere Autorität in Jesus, muss man verstehen. Johannes 14. Wie gesagt, das sind sieben Erkenntnisse, kann man sagen, sieben Schritte, die einem dienen dazu, dass man wirklich sein Glaube kraftvoll ist. Dass man weiß, wer man ist. Was war es, was der römische Hauptmann noch einmal sagte? Ich weiß, dass wenn ich meinem Knecht sage, geh, komm, tu, dann geschieht's. In anderen Worten, der Hauptmann wusste, wer er war. Er wusste, was seine Vollmacht war. Er wusste. Er musste sich nicht fragen, ja, lieber Knecht, würdest du vielleicht, wenn du so lieb wärst, etwas für mich tun? Nein, er wusste, wer er war. Er war überzeugt über seine Position, über seine Stellung, die er hatte gegenüber seinen Knechten. Und genauso hat er auch verstanden, wie auch Jesus seine Stellung kannte, auch über Krankheit, über Dämonen, über die Welt, über alle Situationen. Und wenn wir erkennen, wer wir jetzt in Christus sind, dann werden wir genauso in einer solchen überzeugenden Autorität und Vollmacht und Kraft wirken können, wie auch Jesus gewirkt hat. Hierzu Johannes 14 und Vers 13. Es heißt, Jesus sagt hier, und was ihr bitten werdet in meinem Namen, das werde ich tun, damit der Vater verherrlicht werde im Sohn. Wenn ihr mich etwas bitten werdet in meinem Namen, so werde ich es tun. Das Wort bitten dort ist ein griechisches Wort, das mit Bitten nicht ganz immer richtig ausgedrückt ist, weil Bitten heißt, ja, würdest du bitteschön, sondern das Wort Bitten hat mehr etwas damit zu tun, etwas verlangen. Was auch immer ihr verlangen werdet oder fordern werdet in meinem Namen, das werde ich tun. Das, was mit Autorität ausgedrückt ist, wie wir es schon zitiert haben, Matthäus 28, Jesus sagte,
mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden, geht hin und vollbringt. Oder Epheser 1, die Vollmacht, die wir haben. Noch eine Stelle hier. Habe euch gesagt, ich könnte eine ganze Stunde nur über eines von diesen lehren. Aber Epheser 1 sagt uns Folgendes, dass man erkennen soll, was die überragende Größe, Vers 19, seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist. Nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Die hat er in Christus wirksam werden lassen, indem er ihn aus den Toten auferweckt und zu seiner Rechten in der Himmelswelt gesetzt hat. Hoch über jede Gewalt und Macht und Kraft und Herrscher und jeden Namen, der nicht nur in diesem Zeitalter, sondern auch in dem zukünftigen genannt werden wird. Und alles hat er, sag mal alles, also alles heißt nicht ausgelassen, alles hat er seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt. Also wenn die Gemeinde sein Leib ist und er hat alles unter seine Füße gesetzt, dann heißt es auch, dass alles unter unsere Füße gesetzt ist. Das ist das, was Jesus auch verstanden hat, als er wirkte. Er wusste, dass wenn er einfach ein Wort spricht, dann genügt es. Und der Hauptmann hat auch verstanden, so wie er auch nur ein Wort sprechen muss zu seinen Knechten, verstand er, dass auch nur Jesus muss nur ein Wort sprechen zur Krankheit über seinen Knecht und damit ist es getan. Vollmacht oder die Autorität, die wir in Christus Jesus haben. Ich weiß, als wir auf der Suche waren für ein weiteres Auto, das wir brauchten für die Gemeinde hier, wir waren immer gern so ein Chrysler Grand Voyager, weil der ist groß, der passt in unsere Garage auch von der Höhe, aber der ist groß genug, um Leute, möglichst viele Leute, aber auch Dinge zu transportieren. Und wir mussten ein anderes jetzt haben und so haben wir einfach geglaubt dafür. Ich habe so ein bisschen geguckt im Internet und da habe ich eins gefunden im Autoscout, der plötzlich drin war, sensationeller Preis für das, was man gebraucht ist, aber sensationeller Preis. Und es war bereits schon Abend, so sagte ich mir, ich werde dann am nächsten Morgen dann anrufen. Siehe da, als ich dann am nächsten Morgen reinschaute, war der Inserat schon weg. Und ich habe angerufen, ich habe zum Glück aufgeschrieben die Nummer, habe angerufen, gefragt, ja, was ist mit dem Auto? Und er hat gesagt, ja, wissen Sie, ich habe nach einer Stunde habe ich das Inserat schon rausgenommen, weil ich schon, was weiß ich, 20 Anrufe gekriegt habe, hat der Herr gesagt. Und er hat gesagt, das Auto ist schon längst vergeben, ja. Also weil es war so ein sensationeller Preis, also das war unglaublich. Aber ich merkte einfach, das war mein Auto. In dem Moment, wo ich war, ich habe viele angeschaut und so weiter, nicht nur weil der Preis so richtig war, aber es war genau perfekt und ich wusste einfach, das ist mein Auto. Ich habe einfach das gewusst. Und er hat mir gesagt, nein, er hat es jetzt schon jemand versprochen, der kommen wird, der es kaufen wird. Aber weil ich gewusst habe, im Namen, was hat er hier gesagt, was auch immer ihm verlangt, in meinem Namen. Und wenn du innerlich weißt, was vom Herrn ist, da habe ich dem Herrn gesagt, wissen Sie, schreiben Sie bitte meine Nummer auf, ja, weil wenn der Herr das dann doch nicht kauft, doch nicht kommt, dann rufen Sie mich an. Er hat gesagt, ja, wissen Sie, das können Sie vergessen. Also eben, er wusste selber, dass das Auto hier zu einem sehr guten Preis gegeben wurde. Ich habe gesagt, schreiben Sie meinen Namen auf. Okay, gut, da warte ich ein paar Tage. Ich rufe wieder an, nach ungefähr 3 Tagen, frage ihn noch einmal, ja Sie, wie ist es mit dem Auto? Er hat gesagt, ja, also der Herr will es ja nach wie vor, er hat es nur noch nicht geholt. Ja, rufen Sie mich an, wenn er es nicht abholt, ja. Und die ganze Zeit habe ich immer gesagt, das Auto gehört mir. Alles in meinem Kopf hat geschrien, du spinnst. Der andere wird es ja holen, der kann ja das Auto kaufen, verkaufen, hat ja gleich einige tausend Franken schon verdient. Habe gesagt, nein, das Auto gehört mir. Ich habe gesagt, Herr, du hast was Besseres für diesen Herrn, weil, also ich will ja nicht jemandem was wegnehmen. Ich gesagt, Herr, ich bitte dafür, gib ihm was Besseres, was besser für ihn passt, aber das Auto gehört mir. Ich habe das die ganze Zeit gesagt. Da habe ich schon wieder eine Woche vergangen. Habe angerufen, habe nochmal gefragt, ich glaube drei Mal oder so angerufen, ja, wie ist es jetzt? Er hat gesagt, ja, er ist immer noch nicht gekommen. Er hat gesagt, er würde kommen, aber er ist immer noch nicht gekommen. Ja, rufen Sie mich an, ja, wenn das Auto nicht abholt, ich bin bereit. Ja, er hat sich langsam geärgert über mich. Er hat gesagt, er würde am nächsten Tag kommen, da habe ich am nächsten Tag angerufen, noch einmal gefragt.
Er hat gesagt, also, er ist immer noch nicht gekommen. Also wenn, und er hatte eigentlich Mühe, das mir zu geben, weil der Herr, der es gekauft hat, war nämlich vom gleichen Dorf. Und er wusste, wer es war. Und wenn er es ihm denn nicht gibt, ja, dann würde es auch ein bisschen komisch aussehen für ihn. Aber der andere ist einfach nicht gekommen. Er hat dem anderen angerufen und gesagt, sie müssen kommen bis zu diesem Tag. Wenn sie nicht kommen, ja, dann gebe ich das Auto weiter. Habe angerufen und am Morgen, da hat er gesagt, er ist immer noch nicht gekommen. Also wenn sie kommen vor dem Mittag, dann können sie es haben. Da kamen wir, haben bezahlt, haben das Auto gekriegt. Aber es war wirklich eine Sache, wo es sah aus, als ob das ist doch unmöglich. Ich meine, der spinnt. Der andere hat sich wahrscheinlich gefragt, warum habe ich es nicht abgeholt. Und der, als ich es dann gekauft habe, meine Frau war bei mir, da hat er nämlich uns gesagt, also ich gebe Ihnen das Auto nur, wenn Sie das Auto nehmen und selber gebrauchen. Also ich will es nicht wieder sehen im Autoscout, dass es ist teuer jetzt, teurer verkaufen jetzt. Weil es war nämlich einige tausend Franken mehr wert, als was es, für was es eigentlich abgegeben hat. Realität der Autoritäten Jesus. Amen. Wenn du etwas weißt vom Herrn, dass du weißt, dass du die Autorität hast. Ich könnte euch noch Geschichten erzählen, aber ich lasse das jetzt mal. Preis dem Herrn. Sechstens. Realität unserer Gerechtigkeit. 2. Korintherbrief, Kapitel 6. Da möchte ich beginnen. Kapitel 6, Vers 14 bis 16. Es heißt, geht nicht unter fremdartigem Joch mit Ungläubigen, denn welche Verbindung haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit oder welche Gemeinschaft Licht mit Finsternis und welche Übereinstimmung Christus mit Belial oder welches Teil ein Gläubiger mit einem Ungläubigen und welchen Zusammenhang der Tempel Gottes mit Götzenbildern, denn wir sind der Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott gesagt hat, ich will unter ihnen wohnen und wandeln und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Bitte bemerkt hier, was er hier sagt. Er sagt hier, dass, denn welche Verbindung haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit? Ja, von wem redet er hier, wenn er von Gerechtigkeit redet? Von uns. Von uns Gläubigen. Genauso wie er eben auch sagt, oder welche Gemeinschaft Licht mit Finsternis. Wir sind Licht und nicht Finsternis. Oder wo er sagt, oder welches Teil ein Gläubiger mit einem Ungläubigen. Also wenn du ein Gläubiger bist, wenn du Licht bist, dann bist du aber auch Gerechtigkeit, weil das ist im gleichen Zusammenhang gebracht. Gerechtigkeit, was heißt Gerechtigkeit? Nun, Römerbrief, der ganze Römerbrief hat als Hauptthema Gerechtigkeit. In anderen Worten, dass wenn du zu einer neuen Schöpfung geworden bist, was da dazugehört, ist, dass du weißt, dass du zur Gerechtigkeit Gottes geworden bist. Schau mal hier in Vers, lass mich vielleicht zuerst 2. Korinther 5, 21 lesen, weil der ist zu gut in diesem Zusammenhang. Es heißt hier, 2. Korinther 5, 21, den der Sünde nicht kannte, das ist Christus gemeint, Jesus, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Also ist Jesus zur Sünde gemacht worden für uns? Hat Jesus unsere Sünden am Kreuz getragen? Wenn du überzeugt bist, dass Jesus deine Sünden am Kreuz getragen hat, dann hat das auch eine Auswirkung auf dich. Und zwar, das bedeutet, dass du Gottes Gerechtigkeit geworden bist. Das eine kann nicht geschehen ohne das andere. Sonst hat Jesus ist umsonst am Kreuz gestorben. Indem er unsere Sünde wurde, sind wir zu seiner Gerechtigkeit geworden. Das heißt, so vollkommen gerecht, wie Gott Jesus sieht, ist uns gegeben worden. Und das ist manchmal so schwierig für uns zu verstehen, weil wir wissen, dass wir noch nicht vollkommen sind und wir machen Fehler und wir haben vielleicht wieder irgendwas jemand angeschrien oder irgendwas gesagt, was wir nicht hätte sagen sollen oder was weiß ich, was wir gemacht haben. Also überhaupt nicht göttlich haben wir uns benommen. Aber es heißt hier, Römer 5, Vers 17, denn wenn durch die Übertretung des einen, das ist Adam gemeint, der Tod durch den einen geherrscht hat, so werden vielmehr die, welche den Überfluss der Gnade und der Gabe, sag mal Gabe, und der Gabe der Gerechtigkeit empfangen, im Leben herrschen durch den einen Jesus Christus. Das Besondere dabei ist einmal dieses Wort Gabe der Gerechtigkeit. Wie kann man jemandem Gerechtigkeit schenken?
In anderen Worten, du hast eine reine Weste gekriegt. Das heißt, der Schuldschein ist ausgelöscht, vollkommen und ganz. Und nicht nur, dass der Schuldschein ausgelöscht ist, sondern du bist zur Gerechtigkeit geworden. Halleluja. Du kannst nichts tun, um deine Gerechtigkeit zu verlieren. Das gehört zur neuen Schöpfung. Das heißt, auch wenn der Teufel kommt und will dir sagen, ja weißt du, ich weiß schon, was du gestern gemacht hast. Ich muss nicht auf dich hören heute. Doch er muss. Spielt keine Rolle, was ich gestern gemacht habe. Weil das ist unter dem Blut Jesus Christus, Halleluja. Und die Gerechtigkeit ist mir geschenkt worden. Und weil ich die Gerechtigkeit in Christus Jesus bin, habe ich Vollmacht über den Feind, der nicht die Gerechtigkeit ist. Und der ganze Himmel, die ganze Kraft des Himmels, Halleluja, steht dir zur Verfügung, weil du gerecht gesprochen worden bist. Die Gabe der Gerechtigkeit. Ich liebe das, was auch weiter hier steht. Hier heißt es nämlich weiter, wie es nun, Vers 18, wie es nun durch eine Übertretung für alle Menschen zur Verdammnis kam, so auch durch eine Gerechtigkeit für alle Menschen zur Rechtfertigung des Lebens. Also wir sind ja der Überzeugung, weil Adam und Eva, weil sie gesündigt haben, ist der Tod zu der ganzen Menschheit gekommen. Sünde ist überhaupt in diese Welt gekommen. Seine Handlung hat die ganze Menschheit ins Verderben gebracht. Ihr glaubt ihr nicht, dass Jesus Christus, dass seine Handlung der Gerechtigkeit, sein Leben von Gerechtigkeit, das er gelebt hat, nicht umso mehr Kraft hat, jeden, der an ihn glaubt, auch zur Gerechtigkeit zu dienen. Amen. Das ist, was es hier heißt. Denn wie durch des einen Menschen ungehorsam die vielen in die Stellung von Sünden versetzt worden sind, so werden auch durch den Gehorsam des einen, das ist Jesus, die vielen in die Stellung von Gerechten gesetzt. Wow. Manchmal hat man so eine Überzeugung, ja, von wie groß einfach die Sünde von Adam war und was das alles für Krankheit und Gebrechen und Leid und Schmerz in diese Welt gebracht hat, was dieser eine da verursacht hat. Mein Lieber, wir müssen noch viel mehr verstehen, was der Gehorsam von dem einen Jesus Christus für Kraft gebracht hat, um alles rückgängig zu machen, Halleluja, und jedem Einzelnen Gerechtigkeit zu schenken vor Gott, dem Allmächtigen. Eine Gabe der Gerechtigkeit hat nichts zu tun mit deinen Handlungen, mit deinen Werken. Es hat alles zu tun, dass er es dir einfach schenkt, wie ein Gewand, das er dir einfach gibt. Halleluja. Das ist eine reine Weste, Glory to God. Und dann kommen wir zum letzten Teil. Letzter Punkt hier. Also was waren die Punkte vorher, ganz kurz zur Wiederholung? Erstens mal verstehen, dass das Wort Gottes verlässlich ist. Zweitens, dass wir erlöst sind in Christus. Drittens, dass wir eine neue Schöpfung geworden sind. Viertens, dass wir Gemeinschaft mit dem Vater haben. Fünftens, dass wir Autorität in Jesu Namen haben. Und sechstens, dass wir die Gerechtigkeit Gottes geworden sind in ihm. Und siebtens, die Realität des innewohnenden Geistes verstehen. Die Realität, dass der Geist Gottes in dir wohnt. Weißt du, es gibt nur ein Gefäß im ganzen Universum, welches Gott in sich tragen kann. Und das ist der Mensch. Früher war es noch möglich, dass er in einem Gebäude sein konnte, ja, im Tempel in Jerusalem. Aber da ist er ausgezogen. Es gibt nur ein Gefäß, wo Gott drin lebt, und das ist der Mensch. Der innewohnende Heilige Geist. Gehen wir zum 1. Korinther Kapitel 3, Vers 16. Hier heißt es: Wisst ihr nicht, wenn man das weiß, dann hat es eine gewaltige Veränderung auf unser Verhalten, auf unser Benehmen, auf unser Dasein, wenn wir es wissen.
Paulus sagt, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Wo wohnt der Geist Gottes? In uns. Er wohnt in uns. Wir sind nicht eine Airbnb, wo er einfach nur für ein paar Tage kommt und wieder auszieht. Sondern er wohnt in uns. Er hat Wohnung, seine Wohnung gemacht in uns. Nun, genauso gehen wir zum 2. Korintherbrief 6 und Vers 16. Auch hier noch einmal macht es noch einmal zum Thema. Wir haben es hier vorhin auch gelesen. Und welchen Zusammenhang der Tempel Gottes mit Götzen bilden, denn wir sind der Tempel, nicht wir werden, wir sind der Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott gesagt hat, ich will unter ihnen wohnen und wandeln und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Ich will unter ihnen wohnen und wandeln. In anderen Worten, nicht nur unter uns ist er jetzt, sondern in uns. In uns jetzt. In uns. Und da sehen wir das, wie das auch am Tag von Pfingsten in einer ganz gewaltigen Art auch geschehen ist, als Jesus den Jüngern sagt in der Apostelgeschichte 1, Vers 8, oder? Bleibet in Jerusalem, bis ihr angetan werdet mit Kraft aus der Höhe. Denn wenn der Heilige Geist kommt, dann werdet ihr Kraft empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein. Und wie ist denn das geschehen? Apostelgeschichte 2, Vers 17. Und es wird geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, dass ich von meinem Geist ausgießen werde auf alles Fleisch. Hast du Fleisch? Nimm es auch, oder? Oder bist du ein Cyborg? Nein. Du weißt, was das ist, die anderen. Auf jeden Fall. Ja, ausgießen werde mein Geist auf alles Fleisch, eure Söhne und eure Töchter werden weissagen und eure jungen Männer werden Gesichter sehen und eure Ältesten werden in Träumen Visionen haben und sogar auf meine Knechte, auf meine Mägde werde ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen und sie werden weissagen. Er wird sein Geist ausgießen und wird in uns Wohnung nehmen. Das gilt für jeden. Denn hier ist diese Verheißung, Vers 39. Denn euch gilt die Verheißung und euren Kindern und allen, die in der Ferne sind, so viele der Herr, unser Gott, herzurufen wird. Amen. Also der letzte Punkt, was wichtig ist, ist zu verstehen, dass wo auch immer du unterwegs bist, dass der Heilige Geist in dir ist, um dich zu befähigen, um da Wunder und Zeichen und das, was du mit deiner eigenen Kraft nicht vollbringen kannst, der Heilige Geist vollbringt es. Und als der römische Hauptmann sagte, Jesus spricht nur ein Wort und mein Knecht wird gesund werden. Jesus hat ihm gesagt, so großen Glauben habe ich nicht einmal in Israel gefunden. Jemand, der es verstanden hat, was es heißt, wenn man mit Gott unterwegs ist, dass man die Autorität hat, zu sprechen, zu handeln und die Dinge werden geschehen. Und genauso, wenn wir diese 7 Erkenntnisse haben in uns und erlauben, dass sie aufgehen wie ein Licht, wie der Morgenstern aufgeht, anfangen in uns einmal wirklich uns zu überzeugen von dem, dann werden wir eine ganz andere Wirksamkeit haben in unserer Glaubenskraft im Alltag. Indem wir wissen, es geschieht nicht wegen dem, wer wir sind, sondern wer wir in Christus Jesus geworden sind. Und dieser selbe Heilige Geist will jeden Einzelnen von uns berühren, verändern, stärken, Halleluja, und füllen mit seiner neuen Kraft. Amen. Lass uns aufstehen.